Jo, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Oberfläche wieder betreten, nur um herauszufinden, dass hier alles tot ist, was wir bis jetzt gefunden haben. Schön, oder? Leere Milchflasche. Ich habe mal hier einen Molotow-Cocktail ausgerüstet mit R2. Kann ich den dann irgendwie werfen? Ich dachte schon, ich hätte jetzt den verbraucht. Und ja, keine Ahnung, wie genau was wo. So, Hundefutter in der Dose. Ich kann den Löscher nehmen, ist eine Waffe. Ja. Ich tu mal den Molotow-Cocktail nicht ausrüsten, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt mit R2 dann direkt werfe oder. Weil mit R2 tue ich einen starken Angriff machen. Deswegen lass mal lieber. No, Radios alle ausmachen, bitte. Hier scheint aber nichts zu sein in diesem Häuschen. Hallo? So, haben wir auf der Seite schon mal alles erkundet. Gucken wir mal da. Weiter. Cotsworth ist irgendwie da lang gegangen. Man glaubt schon noch nicht hier drin. Oh, ich sitze hier sehr ungemütlich. Muss mal ändern. Warte mal hier. Nuka-Cola-Flasche. Warte mal, ist die. Ballistisch, Energiestrahlung, okay. Ist eine Dingens? Ich glaube, das war eine leere, ne? Da glaube ich Nuka-Cola stehen. Kaffeekanne. Kronkorkenvorrat. Cool. Ach, da war bestimmt so der Armeevorrat, ne? War irgendwelche zufällige Munition drin oder was? Ich kann auch von keinem Becken hier trinken. Die sind alle kaputt. Ah, eine Flasche nur. Ja, nimm mal mit. So, kann ja nicht zu weit weggegangen sein. So, irgendwo in der Nähe sein. Ist noch blau da. Nimm meinen Hundenapf mal mit. Ich habe so das Gefühl, wir bekommen wieder einen Hund. Ich bin mir ziemlich sicher sogar. Ich weiß ehrlich gesagt schon. Warum nicht? Brotkasten mitnehmen. Wer weiß, wozu ich da alles noch gebrauchen könnte. Alles, was ich mir nicht so sicher bin, nehme ich sowieso mit. Ich kann eine Lampe mitnehmen. Hallo? Warum denn nicht? Okay. Ein Globus. Mein Gott, ich kann ja alles finden. Hier gibt's ja alles. Den kann ich auch nicht raustrinken, Mann. Ich muss mich heilen. Sobald irgendein stärkerer Gegner kommt, bin ich dran. Das umträgt, so hört sich der Schadensreduzierer gegen bestimmte Schadenstypen, ja. Wo ist der? Ach so, das Ding. Stimmt ja. Unsere Frau noch gegeben hat. Oh, das ist unser Haus. Veränderungen geben.
gewöhnen müssen. Du bist wieder ein ganz normaler Zivilist. Ich staube mal mein Kolosseum ab. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal wie schwer es auch ist, ich kann noch einen Wert erhöhen. Immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Nehmen wir mal. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Charlie. Tschüss. Weiß ich nicht. Sag tschüss. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wo die Werte alle sind hier. Ich würde mal sagen, holen wir Ausdauer ein bisschen höher machen. Ist er jetzt auf ewig höher? Ja, nein. Also cool, jetzt haben wir 4. Sehr schön. Ich komme, Kumpel. Hat sich nochmal gelohnt, hier alles auf den Kopf zu stellen. Na, ja, könnte vielleicht nützlich sein. Nehme ich an. Hakama und Terpentin. Wundert hier so viel, sagt denn so, hier müssen noch ein paar Coca-Cola drin sein. Hey! Da ist jemand, war hier. Den jemand muss ich töten. Hier kann ich auch nichts machen. Geh nicht an. Whisky, her damit. Weil es war stark, ist ein Toast. Aber wie viel habe ich überhaupt jetzt hier mit? Mit da, wo irgendwo stehen, wie viel ich hier gerade schleppe, ne? 73 von 240. Ich nehme an, das war die Zahl da unten links, ne? Wo ist unser Auto? Unser Auto war da auch irgendwie, das konnte man doch aus dem Fenster irgendwie sehen. Hier. Aha. So, war ich da schon drinne? Ja, ne. Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Waffenwerkbank. Ja, damit beschäftige ich mich jetzt noch nicht. Waren wir jetzt schon hier drin oder nicht? Da ist eine Werkstatt. Powerrüstungsstation, ja. Warum hat hier diese Person hier sowas? War ich hier drin? Ja, ne. Ja, ich glaube nicht. Die Werkstatt war meine ganzen random Sachen, nehme ich mal an. Warum ist da eine Kerze im Bad? Smoking, cool. Das erste, was ich haben will, ist irgendwie so ein Häuschen, wo ich meine Sachen reintun kann, ohne dass die geklaut werden. Das ist meine erste Aufgabe. So. Jetzt bin ich verwirrt. Von hier bin ich. Hier ist unser Haus, ja, da war ich drin. Bestimmt noch sehr langweilig hier, wie ich hier von Haus zu Haus renne. Aber tut mir leid. Nuka-Cola, das ist aber jetzt was. Zum, weiß ich nicht. Wo bist du denn? Kaugummi, cool. Bestimmt meine Konzentration erhöhen. Wer weiß, was man hier für Schätze finden kann. Oh, da ist ein Safe. So. Geschafft. Oh, cool. Impro-Pistole, Jet, Silbergabel. Sehr schön. Ging ja ein Level Up von Öffnen von Schlössern, also was ist das denn? Kerzen noch so? Was bist du? Du bist eine Blähfliege, die irgendwie nicht mehr am Leben war. Oh, her damit. Gelber Trenchcoat, ich habe so viele Klamotten schon, ne? Das sind ja alles geskriptete Sachen, ne? Wie in Fallout 3, nehme ich an. Deswegen. Ja.
Wollte schon sagen, finde ich irgendwas Seltenes oder so, kann ja gar nicht. 100 Nap habe ich schon. Ja, wir gehen von Haus zu Haus. Wir finden immer bessere Sachen, ohne die Story voranzutreiben. So wird das ganze Projekt gehen. Ja, es tut mir leid. Zigarrenkiste, die kann man verkaufen, glaube ich. Fernseher geht auch nicht. Oh. Was haben wir hier? Goldrohr. Yay. Ich bin schon reich hier. Die Jordan-Hose. Stimmt, man kann ja nur komplette Sets immer ausrüsten, ne? Anstatt Oberteil oder Hose oder irgendwie sowas, ne? Oh, ich würde so gerne das Radio anmachen, geht aber nicht. Wahrscheinlich habe ich noch gar keinen Empfang, ne? Ja, auf Screen ein paar Mal anmachen. Irgendwas habe ich doch hier gerade gesehen da. Sehr gut. Ja, aus hier. Und der Taus hat ganz besonders schwer getroffen. Ich glaube ich nicht rein. Nein, das Cotswold. Das hier sieht aus wie diese virtuelle Stadt aus Fallout 3. War ich hier drinne? Ja, ich glaube hier drin war ich, oder? Sturmfahrzeug. Ja, hier drin war ich. Ja, da wird auch ein paar Mal passieren, dass ich reingehe, wo ich schon war, wahrscheinlich. So. Ja, war's mit den Häusern. Wir können weitermachen. Nehme ich an. Das für Zeichnen. Hier ist Ihre Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich habe keine Ahnung, wo es ist und ich werde es wieder vergessen. Ja, wieder vergessen. Zum Glück gibt es hier eine Karte. Wie? Aber du hast die wahrscheinlich fertig gemacht, ne? Wieso habe ich keine Erfahrungspunkte gekriegt, Mann? Oh. Hätte ich gebrauchen können wahrscheinlich, da liegt noch eine. Ich jetzt noch alles mitnehmen und irgendwie am Ende des Spiels werde ich wissen, was ich alles brauche und worauf ich die Augen Ausschau halten soll, ne? Glasschale, nö. So ironisch. So. Spielzeugauto, natürlich. Plastikkürbis, natürlich. Ich werde wahrscheinlich erstmal den ersten Händler, den ich treffe, alles aussortieren. Ich dachte, das wäre jetzt ein Viech hier, dieser Stumpf. So, hier war ich. Da, wo zeigt denn mein Marker hin? Da, ich nehme mal da hin, ne? Warum eigentlich kompliziert, wenn ich es mir auch so angucken kann? So, ich muss da lang. Red Rocket Raststätte. Da müssen wir auf dem Weg mal Halt machen, würde ich sagen. Magenta? 50%. Was bedeutet das? Automatisch speichern, gut. Wollte schon sagen, wäre jetzt nicht schlecht. So sagen, es sieht nicht so trostlos aus wie in Fallout 3. Mal, mal trinken. Ja, ich weiß, ich bekomme Strahlung dadurch, aber vor Gesundheit. Wer weiß, was noch alles auf mich wartet.
Jetzt wieder raus da. Nehmen wir den zivilisierten Weg. Lass mich die Stadt hier mal mit Dörfchen hinter uns. Drohne, Stimper, Impsol plus Gammel Outfit. Fleisch von Mischlingshund. Oh Gott. Hallo. So, da haben wir das hier schon mal. Oh. Hey, Kumpel, was machst du denn ganz allein hier draußen? Verdammt. Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Okay. Hey. Geh dorthin. Hat der die Tür gerade aufgemacht? Danke. Buttercup Kopf, was? Geh die Buttercup Hinterbein. Rattengift, was? Wir haben auch so einen Vorrüstungsstand. Ich glaube sonst nix. Stimpack. Gegner. Der Gegner. Bin ich so nervös, ja. Kronkorkenvorrat. Und dann haben wir Momelix. Die ganzen Drogen werden wichtig sein. Für Schadenserhöhung und so weiter. Alles geschäftliche Einträge. Neue Ausrüstung installiert. Muss mich etwas mit der Zentrale anlegen. Aber wir haben endlich alle Werkzeuge, um selbst unsere Teile herzustellen, um sie nächstes Mal in Gottverschutz zu ändern. Blablabla. Rosafarbene Restaurierung. Die Witwe Rosa aus Sanctuary will restauriert zusammen mit ihrem Sohn, den alten Korvega, wie das war. Sie hat bisher verdammt gut hinbekommen. Blablabla. Ich kümmere mich um die Fässer, bevor du heute Abend Schluss machst. Die Prüfer kommen direkt morgen. Versteck sie einfach bei den anderen. Wir überlegen dann später die langfristige Lösung. Hey, wenn die Natur mit uns die Hölle direkt unter Elan beschenkt, wie kann man da Nein sagen? Okay. Das zählt jetzt nicht so. So. Wow, what the? Da sind viele. Warum? Hilfe! Du klaust mir die Erfahrungspunkte, hallo? Von Level Up. Warte, da sind noch irgendwo welche. Lass den, ich muss den töten. Ich scheine keine Erfahrungspunkte zu kriegen, wenn du ihn tötest. Okay, wir hauen ab. Böser Hund. Boston Butcher. Ich gucke mir die ganzen Sachen an, wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, in Sicherheit bin. Was das alles für Sachen sind. So. Warte. Ich krieg keine Erfahrungspunkte. Sind die aus dem Boden gekrochen? Gott. Mein Gott, der hat einen Gegner entdeckt, steht da oben. Wo? Ich muss den erledigen. Ich brauche die Erfahrungspunkte, hallo? Ja, mit da Level Up. Sehr gut. So, jetzt müssen aber nicht die ganze Zeit die Gegner auftauchen, oder?
Hey. Hier drüben. Wenn wir da hinten nennen und nicht die ganzen Gegner hier aufschrecken. Okay, ich glaube, hier ist aber alles, ne? Okay. Kommt er mit? Coca-Cola-Automat. Oh, so sehen die hier aus. So. Kann ich jetzt aufleveln, wenn es geht? Level 2. Ach, Dreieck. Level up. Okay, was kann ich denn hier machen? Sieht ein bisschen anders aus. Ach, ich sehe, was das hier ist. Ah, so ein Level-System ist da. Okay. Ich muss ja Punkte investieren. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für die Umgebung. Deinen Sechser sind sie bestimmt die Waffen. Präzision. Ach, und je nachdem, wie viele Punkte ich da drin habe, kann ich da schon ein paar Sachen machen, ne? Ach, ich kann auch hier schon machen. Cool. Was haben wir denn alles hier? Lass dich vom Vault-Tech leiten. Der Weg zum nächstgelegenen Questziel wird im Watz angezeigt. Ich sehe irgendwo einen Arzt. Impact stellen 50% verlorene Gesundheit wieder her. Und Redaway entfernt noch mehr Strahlung. Könnte nicht schlecht sein. Wer zuerst schießt, tötet zuerst mit Zugang zur Standard- und Rang 1 Mods für Waffen. Wiederverwerter. Spare, dann hast du in der Not. Verwendest du Waffen oder Rüstung, erhältst du seltene Komponente wie Schrauben, Aluminium und Kupfer. Nutze fortschrittliche Technologien mit Zugang zu Standard- und Rang-Hightech-Mods. Also ich kann jetzt entweder die Werte hier erhöhen, ne? Oder mir irgendwas hier aussuchen, ne? Was haben wir denn alles? Ganz jetzt richtig einstellen. Du erhältst sofort plus 10 Schadensresistenz. Das ist auch nicht schlecht. Kanalisiere dein Schild und zerstöre Wort. Wartlose Angriff fügen deinen Gegner an. Nein. Haben wir noch hier? Glück. Du weißt, wie man Plünder und Weizen. Du findest mehr Munition bei Eltern. Gelegentlich zu einem blutigen Masse explodieren. Wer ist das? Warum hilft der? Mysteriöser Fremder. Ha, den habe ich so gerne mal gehabt. Mega kritische Treffer. Fortgeschrittenes Training für verbesserte Kampfeffizienz. Kritische Treffer verursachen 50% mehr zusätzlichen Schaden. Du bist nicht dumm. Nur anders. Du hältst zufällig dreifache EP für erfolgreich abgeschlossene Aktionen. Ach so, da überall, wo so ein Mannequin steht, das kann ich nehmen, merke ich gerade. Ja, sofort mehr Gesundheit. Wenn du ohne Begleitung unterwegs bist, also... Das ist jetzt schwierig, was soll ich nehmen? Ich glaube, ich nehme das Schadens... Dingen als erstes, ne? Jetzt kannst du richtig einstellen. Du hältst sofort plus 10 Schadensresistenz. Du wärst die Kunst des Handels. Beim Kaufen verkaufen werden hin als bessere Preise. Schwierig. Und Redaway entfernt noch mehr Strahlung. Ich würde sagen, nehmen wir das hier. Als erstes so, ne? Ja, das ist sehr nützlich in Dingens, würde ich sagen. Auf einen höchsten Schwierigkeitsgrad. Weil man mehr aushalten kann. Also vielleicht schneide ich da drauf, keine Ahnung. Oder vielleicht lasse ich drin, weil ich faul bin. Mob. Ich kriege ja jetzt schon Schaden von diesen Viechern, also... Ein Schutzhelm, der ist doch nicht schlecht. Aber bis jetzt bin ich auch noch nichts Lebensgefährlichen hier begegnet. Wo ist mein Hund überhaupt? Der bleibt jetzt echt die ganze Zeit da, ne? Hey. Komm mit. Wo ist mein Hin? Da. Du folgst mir jetzt, ne? Okay. Da klauen wir bloß nicht die Erfahrungspunkte wieder. Was ist das da vorne?
Lebt das noch? Ja, machst du gut. What? Oh Gott, der Schaden. Ja, Hilfe, 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 Hilfe. Ich bin tot. Ich war vergiftet. Was? Aha. Bin ich noch Level 2? Valanda Dreck. Megaton her. What? Oh, ich habe nach dem Level abgespeichert, automatisch. Cool. Ja gut, dann. Na warte, das sehe ich jetzt mal gar nicht ein. Mein Gott, haben die mir Schaden gemacht, ey. So. Alter, wie viel halten die aus? Komm her. Hallo? Hallo? So. War noch eine zweite, habe ich die schon erledigt? Der Ast, ne? Dann habe ich mir gerade die Dingens geholt, ne? Damit ich mehr Schaden. Wo macht man das nochmal? Ich gerade hier. Da ist das Viech. Zeigst du mal. Blöd Viech! Mehr. Obwohl, wenn mich das wieder vergiftet, bin ich dran. Das hat Viech. Na, warte. Wo ist das Viech? Warum ist mein Hund schon wieder nicht bei mir? Ich schlaf mal eine Stunde. Und wo ist das Viech? Wo? Ah, cool. Also der Controller erinnert sich dabei. Farbe. Sugar Bombs. Ich mag es nicht, wenn Insekten irgendwo sind, wo ich nicht weiß, wo sie sind. Louis! Bomb. Alter. Warte, komm du mir nochmal näher. Also ich hab das doch getroffen, das Viech. Warte, ich hol mal und dann mach ich dich fertig. Kann ich den Part beenden? Das Viech noch rumfliegt. Ja, dritter Part, ich bin schon mal tot gewesen, super. Hey. Hey. Na, oh, folgt mir jetzt mal. Bist du? Okay, wir gehen nochmal da hin und ruhen uns aus. In dem Bett. Aber warum mache ich dieses Viech hier noch kaputt? Wo ist er? Das kriege ich noch. Warte, komm her. Keine AP.
Meine Güte. Diese Viecher, ne? Ich erinnere mich an diese Viecher von New Vegas. Ich bin schon wieder fast tot. Boah. Na, dann gehe ich jetzt pennen da oben. Das ist jetzt meine Wohnung hier. Und wo bist du? Komm mit, wir wohnen jetzt erstmal hier. Ein Baseballschläger. So. Wir machen es uns hier gemütlich, pennen und beenden den Part hier. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.